Hey, schön, dass du wieder mit dabei bist. Sei ganz herzlich gegrüßt von mir, vom Andreas und vom Willi. Hallo Willi Bucheli. Schön, Hallo. Dass du wieder da bist. Freut mich, dass es weitergeht. Ja. Genau, Staffel 3 haben wir schon. Genau. Ne? Und jetzt bei dem Video geht es heute mal um die Aurachirurgie. Und du bist für mich sowieso der Fachmann für die Aurachirurgie. Wir haben da ja schon mal ein Video drüber gemacht. Und jetzt wollen wir noch tiefer einsteigen, wie das funktioniert. Denn das ist ja eigentlich wirklich ein sehr starker energetischer Eingriff, mit dem man wirklich Heilung herbeiführen kann. Ohne Blut zu vergießen, oder wie soll ich das sagen? Weil das ist ja nicht erforderlich, ne? Ja, nicht immer. Das heißt, mit der Aurachirurgie muss man jetzt nicht glauben, dass man von A bis Z wirklich alles gleich lösen kann. Diese Illusion, die muss ich weglegen. Aber es gibt Gebiete, wo mit Aurachirurgie sehr, sehr viel Veränderung herbeigerufen werden kann, damit keine Operation stattfinden muss. Als Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel Wirbelsäulprobleme habe, Rückenschmerzen oder sogar eine Wirbelfraktur hatte und dann Vernarbungen da sind, die können Beschwerden machen. Oder wenn Wirbel sich zusammendrängen lassen oder weil sie eingefallen sind, Wirbel auf Wirbel, die Bandscheibe wegfällt, haben wir auch sehr gute Möglichkeiten, das Ganze zu lösen. Aurachirurgie, wie das Wort es eigentlich sagt, reagiert über die Aura. Und dieses aurische Feld, was ich versucht habe, ja schon über die Aura zu erzählen, trägt ja Informationen mit sich. Das Ganze kann man sagen, es ist eine Quantenenergie, die da ist. Und es hilft mit, etwas zu verändern, sobald die Energie oder die Aufmerksamkeit auf diese Energie und diesen Ort gesetzt wird. Und so können wir zum Beispiel an einer Wirbelsäule, kann ich zuerst nachschauen, welcher Wirbel das zum Beispiel belastet ist, wo die Schmerzen sitzen, sind die relevant vom Wirbel aus oder sind es andere Ursachen, zum Beispiel Nerven, die da bedrängt werden oder verdrückt werden, oder ist es eine Bandscheibe. Das kann ich zuerst herausfinden anhand eines Anatomieatlases und der Person selbst. Das heißt, die Person kriegt dann die Resonanz. Wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Wirbel drücke oder so quasi energetisch einen Wirbel bewege, kann es dieser Klient dann spüren. Irgendwo im Körper, das muss nicht im Rücken sein. So, er sagt einfach nur, ich gehe in Resonanz, also ich spüre was, ein Kribbeln, eine Wärme, zum Beispiel ein Schmerz. Es kann sein, dass es einen Schmerz gibt. Vielleicht nicht an dem Ort, wo der Schmerz normalerweise sitzt, sondern es kann ganz woanders erscheinen. Das sind für mich dann die Resonanzpunkte, dass ich weiß, die Person ist gewillt, oder sprich die Seele dieser Person ist gewillt, etwas loszulassen. Hier geht es eigentlich darum, dass ich ja nicht in dem Sinn erneuere oder ersetzen kann, eins zu eins, physischer Art, sondern es geht alles in der feinstofflichen Ebene. Aber wir sind ja so sensitiv, oder die meisten Menschen zum Glück sind sehr sensitiv, dass sie diese Arbeit, die ich dann an ihnen vollbringe, nachvollziehen können. Sie können spüren, wenn ich irgendwas drücke oder wenn ich jetzt zum Beispiel eine Spritze gebe, energetisch eine Spritze, können Sie genau sagen, oh, ich spüre das, das zieht jetzt in den Körper rein und ich spüre genau, wie wenn ich eine richtige Nadel in den Arm erhalten hätte. Und so kann ich zum Beispiel über die Aurachirurgie, kann ich zum Beispiel Aufbauten eines Knochens machen, wir können Knochensubstanz einfügen. Ich kann auch Bandscheiben auffüllen, indem ich eben eine Spritze energetisch aufziehen kann. Auch wenn das vielleicht für viele undenkbar ist und sagt, was macht der? Der zieht eine Spritze auf, hat ja nichts drin und jetzt spritzt er das einfach in diese Bandscheibe rein und der Schmerz geht weg. Ja, weil wenn eine Bandscheibe gefüllt wird, dann können sich die Wirbel wieder dehnen. Das heißt, die Zwischenräume dehnen sich aus und die Wirbel berühren sich dann nicht mehr. Dadurch geht ein Schmerz weg. Oder wir fixieren, ich kann diese einzelnen Wirbel, wie bei einer Fraktur oder wenn eine Operation geschieht, einer Bandscheibenoperation,
da fixieren auch die Ärzte die Wirbelkörper. Und das kann ich energetisch an einer Wirbelsäule ausrichten. Und so nennen wir das eine Operation, auch wenn es nicht eine physische Operation ist, aber eine energetische Operation. Das heißt, wir machen theoretisch dasselbe, was ein Arzt am offenen Körper macht, und wir können es einfach an einem System erarbeiten, ohne dass Blut fließen muss, ohne dass ich was schneiden muss. Und die Reaktionen sind einfach verblüffend, sehr schnell. Zum Beispiel auch Hüftschmerzen, Gelenkschmerzen, allgemein Knieschmerzen. Klar, es ist immer wichtig, dass wir zuerst wissen, woher ist die Ausgangslage oder was ist die Ausgangslage, was produziert mir das, wo ist ein Schiefstand hier eines Beckens oder wo ist die Resonanz, zum Beispiel eine Schulter, die linke Schulter, kann, wenn die verspannt ist, kann es nicht hier Schmerzen machen, aber es kann im rechten Knie einen Auslöser geben. Und das sind einfach so Verbindungen, die wir erkennen sollten oder müssten, um daran wirklich arbeiten zu dürfen. Und das ist halt meine Aufgabe, die ich habe mit den Klienten, dass ich dann eben solche Ursprungspunkte suche, damit ich dann aurachirurgisch etwas bewegen kann. Zum Beispiel, ich kann Gelenkflüssigkeiten wieder einsetzen oder wir lösen muskuläre Verspannungen, die in einem Gelenk drin, Kniegelenk zum Beispiel, stattfinden. Oder der Meniskus kann man auffüllen, man kann ihn reinigen, man kann einfach die Sachen rausnehmen, energetisch rausnehmen, die vorhanden sind. Und dadurch die negativen Sachen jetzt, die da nicht hingehören. Sachen, die eigentlich oder zerstört wurden. Und das stützen, was eben richtig und gut ist für das Gelenk oder den Körperteil gerade. Ja, weil ich muss theoretisch schauen, wie kann ich das wieder restrukturieren, wie kann ich das wieder aufbauen. Also ich mache theoretisch einen Aufbau, ich gehe jetzt nicht einfach hin und sage, jetzt nehmen wir den Meniskus raus, der ist sowieso verdrückt und dann ist er weg. Dann habe ich einfach sonst Probleme. Ja. Und wenn ich zurückdenke, vor 30 Jahren noch, einer, der einen Meniskus operiert hatte, die hatten kontinuierlich sehr oft immer weitere Beschwerden mit den Knien. Heute ist es anders mit den Operationstechniken, wo wir haben, dass man am physischen Körper weniger Probleme hat. Nur vielfach muss ich diese physischen Operationen gar nicht machen, weil, wie gesagt, es die Möglichkeit gibt, auf einer feinstofflichen Ebene das so zu regulieren und restrukturieren, dass das Symptom verschwindet. Ich habe so viele Menschen, die eben mit Gelenksachen zu mir kommen, wenn ich sie dann nachher sage, okay, ich habe meine Arbeit eigentlich jetzt mal beendet, ich möchte gerne sehen, wie das funktioniert, ich lasse sie dann aufstehen, lasse sie umhergehen und dann sehe ich sehr schnell am Gesichtsausdruck schon, was passiert. Aber die einen, die können nicht mehr knien, plötzlich gehen die runter und sagen, wow, das konnte ich jetzt so viele Jahre nicht mehr oder es ging nicht mehr. Oder ich hatte zum Beispiel letztlich auch einen Herrn, der hatte jetzt 35 Jahre lang Rückenschmerzen, jeden Tag. Und der ging von Therapie zu Therapie. Und er war dann an einem Vortragsabend, wo ich gegeben habe, einen Infoabend, war er dabei. Und ich durfte mit ihm auch mal kurz arbeiten, aber an etwas anderem. Und nachträglich kam er zu mir in die Praxis. Und als ich ihn behandelt hatte, hat er gesagt, Mensch, ich spüre nichts mehr. Ist ja toll. Der war happy, ging raus und ein paar Wochen später schrieb er mir eine Mail und hat gesagt, Mensch, ich muss mich bei dir wirklich bedanken. Ich habe jetzt 35 Jahre tagtäglich Schmerzen gehabt und seit ich bei dir war, ich habe nichts mehr. Ist einfach weg. Und ich meine, das freut mein Herz, weil wenn ich sage, ja, dann weiß ich, für was ich arbeite, was ich dann übermitteln kann. Aber ich weiß genau, das bin nicht ich. Das ist der Patient selbst, das ist der Mensch selbst, der sich heilt. Ich habe ihm nur geholfen, Blockaden zu lösen. Dort etwas einzusetzen oder zu verändern, was er brauchte, damit er in seine Freiheit kommt. Und das macht halt unheimlich Spaß, wenn ich so mitarbeiten darf, um Sachen zu lösen. Wie gesagt, der Erfolg selber von diesen ganzen Therapien hängt natürlich immer vom Einzelnen ab.
wenn jemand kommt und sagt, natürlich, ich weiß, du bist der, du kannst mir helfen, ist gut und recht, freue ich mich. Nur, ich kann nichts helfen, ich kann den Weg bereiten. Helfen tut sich jeder Mensch selbst. Das heißt, du gibst Hilfe zur Selbsthilfe, genau. Sodass also der Körper in die Selbstheilung gehen kann und sich somit selber heilt. Denn oft sind ja bei solchen, ich nenne es mal körperlichen Unpässlichkeiten, energetische Ursachen bzw. mentale Ursachen oder auch Erlebnisse, die wir haben, die da festhängen. So, und durch das Gespräch und die Arbeit jetzt, das Gemeinsame, wird das gelöst, wird erkannt, wo ist denn die Ursache tatsächlich, und es kann gelöst werden und somit gehen dann auch die Schmerzen weg. Das heißt, der Körper antwortet auf das, was energetisch gelöst wurde. Ja, es gibt auch diese Art. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt die Operation, sondern es geht ja auch darum, wie gesagt, dass unser aurisches Feld ja die Informationen zurückhält, die schon sehr alt sein können, die aber auch jüngeres Datum sein können. Aber diese Informationen, wie zum Beispiel Muster, ich habe das erste Mal, habe ich glaube schon erzählt, wenn man an einem Pranger gestanden ist, zum Beispiel jemand am Pranger gestellt wurde, man sagt ja schon, ja, ich fühle mich am Pranger, oder du bist am Pranger gestanden. Ja, man hat dich beobachtet, man konnte mit dir umgehen und du konntest dich nicht wehren. Oder? Und wenn ich aber so ein Muster sehe, zum Beispiel bei einem Menschen, dann ich das auflöse, sind die Menschen plötzlich freier. Sie stehen aufrechter. Sie sagen, wow, jetzt ist der Druck weg von den Schultern. Oder Spannungen, muskuläre Spannungen ist sehr oft ein Thema, wenn wir verspannte Nackenmuskulaturen haben oder Schulterbeschwerden. Das sind meistens alte Muster, die ich mittrage. Eben, wie gesagt, zum Beispiel so ein Pranger-Gehölz, was ich da auf mir getragen habe. Und das sind aber auch Menschen zum Beispiel, die wollen nicht vor andere Menschen stehen und reden. Die sagen, wow, das geht nicht. Ich kann ja nicht auf eine Bühne stehen und vor 100, 200 Leuten reden. Nicht möglich. Das sind alles Menschen, die kannst du schon fast blindlings sagen, die haben mal einen Pranger erlebt. Weil, wenn ich an einem Pranger gestanden habe, konnte die Menschenmasse auf mich zukommen, konnte mich bewerfen, beschimpfen, bespucken, betatschen. Die konnten alles mit mir tun, aber ich konnte mich nicht wehren. Und wenn ich jetzt im jetzigen Leben vor einer Menschenmasse stehen sollte, kommt da mein Unterbewusstsein und sagt, Achtung, Gefahr, Menschenmasse, Gefahr. Und die Angst will mich eigentlich hier nur schützen, dass ich etwas nicht tue, wo ich schon mal ein schlechtes Erlebnis hatte. Nur, wenn ich jetzt einen Job habe, wo ich aber halt vor Menschen stehen muss und denen was übermitteln muss, und die haben tödliche Ängste in sich, das geht fast nicht. Oder? Klar, man kann es überwinden mit Krampf oder mit Kraft, aber das ist nicht das, weil ich muss es ja mit Freude tun können. Aber, wie gesagt, auflösen so eines Musters. Und wenn ich dann die Leute frage nachher, die vorher gesagt haben, nein, ich kann nie irgendwo hinstehen, wo es viele Menschen hat. Ich gehe auch nicht gern in Menschengewühl hinein oder Menschenansammlungen. Das vertrage ich nicht, oder? Wenn ich die fühlen lasse und sage, geh mal in die Situation, stell dir vor, heute Abend kannst du auf eine Bühne stehen und redest vor 100, 200 Menschen. Wie fühlst du dich jetzt? Und dann fühlen sie sich hinein und lachen plötzlich und sagen, doch, ich glaube, jetzt könnte ich's. Und ja, der Druck ist weg, ja, oder? Das ist wunderbar. Jetzt kommt nur noch der Verstand, der sagt, ja, bist du sicher? Oder? Aber wenn ich meinen Verstand auslöschen kann, abstellen kann, und ich tue es einfach nach dem, was mein Gefühl sagt, dann ist es möglich. Ja. Und es ist ja immer auch eine Gefühlssache. Genau. Wow. Dankeschön. Bitte. Bevor wir jetzt das nächste Video zum Thema gibt es überhaupt Krankheiten machen, hast du noch eine abschließende Botschaft für unsere Zuschauer? Ja, ich würde mir einfach mal sagen, versuchen Sie mal zu spüren, fühlen, wo haben Sie Blockaden, was hindert Sie weiterzugehen im Leben, wo könnte ich ein Muster mit mir tragen, obwohl viele merken das gar nicht oder spüren das nicht, dass sie eine Last tragen. Sie sagen einfach, ja, ich habe Schmerzen. Aber
überall, wo Schmerzen sind, ist es eigentlich ein Hinweis, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und machen Sie sich da mal Gedanken darüber, was könnte ich haben oder was habe ich nicht aufgelöst. Ansonsten, wie gesagt, kein Problem. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich möchte da mehr wissen, ich bin gerne dazu bereit, also in Seminaren natürlich da hineinzugehen und mit diesen Menschen auch vorwärts zu gehen, zeigen, was kann die Person selbst tun, um sich da auch hinauszubringen. Oder die Personen haben die Möglichkeit, die Arbeit anzunehmen, die ich anbiete. Und das ist aber so individuell, jeder Mensch muss wissen, wie oder was er gerne möchte. Super. Genau, in dem Sinne. Ne? Vielen Dank. Dir auch, danke. Und dir auch danke, dass du dich dafür interessierst und dass du bei uns warst bis jetzt. Dann wünschen wir dir jetzt ganz, ganz viel Erfolg dabei und wünschen dir von hier aus wieder alles Liebe.